Pazuru bedeutet für mich Entwicklung und Fortschritt. Ich musste an einen kleinen Jungen denken, der ist ungefähr im Kindergarten und das ist ein Pazuru-Kind von uns. Ich habe ihn kennengelernt bei unserem Familieninfotag und ich muss dazu sagen, er hatte eine leichte Behinderung und konnte nicht so gut gehen. Bei dem Familieninfotag war er total schüchtern und zurückhaltend und hat sich gar nicht getraut, richtig mitzumachen. Aber wenn ich jetzt an ihn denken muss, dann muss ich einfach nur lachen, weil das für mich total schön ist, mit anzusehen, was er für eine Entwicklung gemacht hat. Er hat immer Spaß, Freude und bei allem, was er macht, ist er glücklich. Und das ist für mich total schön, mit anzusehen.